Der Gewinn und die Bilanz sind wichtige Größen eines Unternehmens. Beides taucht in der Jahresanalyse auf und gibt Auskunft über den Zustand eines Unternehmens. Was Gewinn und Bilanz aussagen und wie sie miteinander zusammenhängen, erklären wir in diesem Video. Eine Bilanz verrät, woher das Unternehmenskapital kommt und wie es verwendet wird. Dazu wird in einer Bilanz das Vermögen, auch Aktiva genannt, sowie die Schulden, auch Passiva genannt, gegenübergestellt. So können Vermögensbestände sowie Fremd- und Eigenkapitalanteile zu einem bestimmten Zeitpunkt nachvollziehbar ermittelt werden. Wiederum deckt die Gewinn- und Verlustrechnung in einer Bilanz, wie der Name schon sagt, den Gewinn oder den Verlust eines Unternehmens innerhalb eines bestimmten Zeitraumes auf. Welche Unternehmen zum Bilanzieren verpflichtet sind, steht in § 141 der Abgabenordnung. Demnach zählen auf jeden Fall Kapitalgesellschaften wie zum Beispiel GmbHs, AGs, Limiteds dazu. Auch einige Personengesellschaften, Vereine, eingetragene Einzelfirmen sowie land- und forstwirtschaftliche Betriebe können unter Umständen unter dieses Gesetz fallen und sind dann dementsprechend nicht von der Bilanzierung befreit. Die Gewinnermittlung am Ende eines Geschäftsjahres funktioniert ebenfalls mit Hilfe der Bilanz. Dazu reicht ein Blick auf das in der Bilanz gelistete Eigenkapital, denn das Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung fließt dort mit ein. Und so wird der Bilanzgewinn bzw. der Bilanzverlust ermittelt. Als Basis dient das Eigenkapital am Ende eines Geschäftsjahres. Diesem Wert werden Entnahmen aus Kapitalrücklagen und Entnahmen aus Gewinnrücklagen hinzuaddiert. Subtrahiert werden wiederum das Eigenkapital am Anfang des Geschäftsjahres und Einstellungen in die Gewinnrücklagen. Als Ergebnis erhält man den Bilanzgewinn. Dem Gesetzgeber reicht das jedoch nicht aus. Darüber hinaus verlangt er eine separate Gewinn- und Verlustrechnung, um ersichtlich zu machen, durch welche Aufwendungen und Erträge der Gewinn oder Verlust tatsächlich entstanden ist. Weitere Informationen finden Sie in anderen Videos unseres Kanals oder auf unserer Webseite www.gvestor.de.